gebracht. Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sollen hier im Mittelhain die Leute befragen, aber bis jetzt... Was willst du? An den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Noch keinen gefunden, der mit uns reden. Was willst du? Hey, Weißkopf! Willkommen am Arsch der Welt. Ah, der Dings da. Willkommen am Arsch der Welt. Okay. Vielleicht der Schmied? Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ja, zack. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Plus 10. 10% Durchbohrungsschaden, 15% Zerschmettern, 30% Aufschnittsresistenz, 4% Resistenz gegen Schaden durch Monster. Plus 10, 10%, 19, 25 Aufschlussresistenz. Zidarischer Gamso. Plus 7, plus 10. Aber es kostet, ich habe kein Geld. Habe ich schon. Ich auch schon. Ja, ich habe nichts, was ich ihm da könnte anbieten. Kaufen wir hier mal ein bisschen. Ich will ein bisschen Geld kriegen. So, was haben wir hier? Saphirstaub. Gut. 325. Leb wohl. Bis dann. Die ganze Menge übersehen. Ich höre doch, was die Leute reden. Kaust du die? Könnten wir das loswerden? 7, 10, 15. So. Na, ich wollte rüber zu plötzlich 30 Ausdauer. Das auch verkaufen. Ne, wir haben eine zweite Karte. Es sind mehr Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm ist identisch mit dem einen, das wir in den Höhlen unter den Tempelinseln Novigrad gefunden haben. Ich habe die Position auf dieser Karte eingetragen. Adalbert Kernith, Assistent der Natur. Okay, ich dachte, wir hätten... Die ganze Karte mal.
Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden... Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. So, nehmen wir die. 10, 15, 30, 4. 10, 19, Aufschluss. 30. 25. So, 10. 10, 19, 25. Was? Ah, hallo? Was erinnern wir? Hier. Wie, ich hab nicht genügend, er hat nicht genügend, was soll denn das? Oh, 400. Irgendwo. Bis dann. Ich habe doch noch einen Händler. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Wollen wir in die Pfütze springen? Es tröpfelt. Ja, eine Flut hat uns gerade noch gefehlt. Ein Amulett! Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und nie... Er hat auch nicht genügend. Ja, aber trotzdem haben wir nicht genug. Und jetzt laufen wir nackig hier rum. Ach komm. Ich verkaufe mal einfach hier. Er kein Geld mehr hat. So. Gut. Wohl. Bis dann. Ja, eine Flut hat uns gerade noch gefehlt. Es tröpfelt. Wollen wir nicht sein? Du kannst nicht sicher... Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. So, haben wir jetzt genügend. Ja. Nimm mit ihm. Gut. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Ich weiß nicht mehr, ob wir die erste Karte davon hatten. Jetzt sind wir total pleite. Bis dann. Ja, bis dann. Zeichenintensität, Art, Axt. Gut, haben wir drinne. Da auch noch was rein. Okay.
Nachdem Professor Slavko Artemstein mich angeworben hatte, um in seiner Forschungsgruppe zu arbeiten, begann ich damit, die Greifenschule der Hexer zu studieren. Mein Ausgangspunkt war das Grab unter den Buckelhügeln. Der Professor behauptete, dies sei die letzte Ruhestätte eines Greifen und er wollte einen Weg hineinfinden. Ich entdeckte schnell einige mögliche interessante Orte, die allesamt mit einem Piktogramm in Form des Medaillons der Greifenschule der Hexer markiert waren. Ich habe diese Punkte auf der Karte eingetragen. Edwin Grelloff, Assistent der Natur. Okay. Ah, habe ich schon gelesen. Ja, es tropft. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich suche die Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt, kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen, haben für einige Tage gereicht. Okay, ihr Mann, mit ihrem Mann reden. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Ja. Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Ich habe nicht mal 50. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Du kannst nicht sicher ohne eine Gab. Habe ich noch was zu verkaufen? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Und die 50 kriege hier. Ah, da kriegt man noch nichts für. Bis dann. Gut. Jetzt haben wir 50. Kaust du die oder schluckst du? Was willst du? Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Keine Sorge, ich werde eure Hexen. Hier waren Hexenjäger? Hier waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier. Ein paar neue Aufträge sammeln.
Was sollen wir denn hin? Hier keine Katzen essen. Gute Leute, esst bloß keine Katzen. Das bringt furchtbares Pech. Neulich habe ich aus unserer Katze eine Suppe gekocht. Und am nächsten Tag habe ich mir den Knöchel auf dem Feld verstaucht. Es ist nur zu wahr. Wenn es heißt, dass Katzen voll böser Magie stecken, mit Hexen kopulieren und Rache aus dem Grabe suchen, Ellie. Finger weg von meinen Eiern. Wen auch immer ich dabei erwische, dass er mir Eier aus dem Hühnerstall stiehlt, den haue ich mit der Axt in zwei. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, Winzelaus. Bleibt weg von den Nilfgaardern. Ich werde alle Flittchen kahl scheren, die sich mit den Nilfgaardern einlassen. Und die Glatze wird der Welt von ihrer Schande künden. Außerdem werde ich jeden Händler, der mit den schwarzen Geschäften macht oder ihnen Dienste feilbietet, das Gesicht neu gestalten. Ein Patriot. Ruhe bei Dunkelheit. Passt auf, dass ihr nicht nach Einbruch der Dunkelheit draußen herumlauft oder unnötigen Krach macht. Bedeckt die Fenster, wenn ihr Kerzen anzündet. Werft keine feuchten Äste ins Feuer, die qualmen würden. Wir haben genug Ärger im Dorf. Wir wollen uns nicht noch mehr einhandeln, der Älteste. Auftrag Hanna aus dem Wald. Hört, hört. Irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grabe seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nehmt immer eine Sense oder Forke mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Bolke Ältester von Mittelheim. Rossa. Gute Leute, hört nicht auf den Weideler. Als unsere Rossa krank wurde, hat er uns geheißen, sie auf ein Kiefernbrett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und 3x12 zu zählen. Als wir sie rauszogen, war sie verbrannt und wir mussten die verschmorten Überreste begraben. Aber der Weidel hat sich geweigert, uns die 3 hartgekochten Eier zurückzugeben, die wir ihm gegeben hatten. Er hat gesagt, er hätte sie schon gegessen. Wolfram und Annette. Okay. Weit falsch, ne? Ja, so. Oha, Plötze. Komm schon, Plötze. Ja, Plötze, weiß ja auch nicht, wo ich hin will. Halt! Beweg dich! Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Oha, Plätze! Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Nach rechts? Beweg dich! Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. So, so. Anbuddeln und dann rausspringen. Lecker Augen. Lecker Blut. Kleines blaues Mutagen. Bei Plötze.
Klotz ist noch eine Leiche. Lecker Herz, lecker Klaue. Da ist eine Hütte. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Okay. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Rabina. Okay, reden wir mal mit ihr. Ist jemand zu Hause? Wo ist sie denn hin? Gute Frage, nächste Frage. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Brief an Alexander. Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm, du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönn mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Wisserath dich morgen Abend nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären oder zwei oder mehr. Deine K. Solchen Tand sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Aber ich bin neugierig. Brot, Brot. Demeritium-Erz. Gesellenwaffenreparaturset, sehr schön. Und Harz. Manuskriptseite Albedo. Kleiner Swarok-Runenstein. Zwergenschnaps. Eine Puppe. Schnaps. Okay, hier ist nichts mehr. Oh, müssen wir da durch? Oder gibt es noch was hier?
Rezept für schwarze Kajal. Schwarzer Kajal im Handumdrehen. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstoßener medizinischer Kohle herstellen, die mit frischem Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird, um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa 3 Tage lang an einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrigen medizinische Kohle nehme man zu sich, sie kann einem nur gut tun. Okay. Ausmachen. Gut. Dann mal dadurch. Das Licht. Wo sind wir denn hier? So, so. Nett hier. Hasi. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Mhm. Ohne Pfeil. Ein Hirsch. Elfische Wissende. Elfische Wissende. Viele denken, dass Safherne, was so viel wie Wissender bedeutet, lediglich das Wort für Zauberer in der älteren Rede ist. Einem Wissenden jedoch mit einem gewöhnlichen Praktizierenden von Magie zu vergleichen, das ist, als würde man einen frischen rekrutierten Soldaten, der noch grün hinter den Ohren ist, einem Hexer gleichsetzen. Nur weil beide ein Schwert führen. Ein Wissender wendet Magie an, das ist richtig, und zwar mit größerem Geschick als die besten menschlichen Magier. Doch das große Ansehen und die große Beachtung, die sie genießen, rührt nicht von diesem Können her, sondern von den anderen wahrlich seltenen Fähigkeiten, über die sie verfügen. Für die elfischen Wissenden gibt es keine Geheimnisse, für sie ist ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft so einfach wie das Sehen der Gegenwart. Sie beherrschen alle Geheimnisse der Magie und auch alle Bereiche des Wissens. Sie verstehen als Einzelne die Natur, die Wirkungsweise des sogenannten älteren Blutes und die Gene von Lara Doren. Und sie hüten dieses Wissen sorgfältig. Wie zahlreich sind die elfischen Wissenden? In meinem ganzen Leben habe ich nur einen Wissenden getroffen, Ida Emian. Aus den blauen Bergen. Möglicherweise ist sie die letzte Vertreterin dieser geheimnisvollen Kaste. Ich habe zwar von einem männlichen Elfen gehört, der auch dieser Kaste angehören soll, aber bis zum heutigen Tag der Niederschrift ist es mir nicht gelungen, dies zu bestätigen. Schneehase. Da waren so viele Sachen, war das alles noch zu lesen? Geleitbrief. Im Namen seiner Majestät Radovid, der 5. König von Redanien. Der Inhaber dieses Dokuments ist berechtigt, den Ponter bei der Blockade umgehender zu überqueren. Gelesen. Ja, gut. Haben wir sonst alles gelesen? Einmal hier durch. Okay. Schneehasen. Kann ich schnell laufen. Sei gegrüßt, Hexer. Hast du was vergessen?
Wo? Hoffentlich ist sie nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Was musst du hier wählen? Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Im hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein?
Die Natur stinkt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der, der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Ich kann nicht sofort aufbrechen. Dann treffen wir uns dort. Ich warte am Eingang zur Höhle auf dich, nördlich von Mittelhain. Tja. Hier raus wollte ich aber doch schon. Dann gehen wir mal hier raus. Und ich beende den Part. Ja, den beenden wir. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und im nächsten Part schauen wir mal die Questliste. Trifft Kira beim Angeln zum Versteck des Magiers. Müssen wir schauen, ob das in unserer Macht schon steht. Also, bis dahin. Adios.